So war das ja nicht geplant mit diesem Mistwetter. Ich wollte heute eigentlich hier draußen ein bisschen rumfilmen, ja, ein Testvideo machen. Egal, dann wird es halt drin gemacht. Hallo Camping und Outdoor-Freunde. So, ich hoffe, das Licht reicht. Ich werde nachher noch die Kamera wechseln. Der Vollständigkeit halber werde ich hier mal einblenden. Ja, weil dieses Video ist nämlich ein Teil davon. Ja, ich habe wieder ein bisschen weiter gebaut und wollte eigentlich heute mal eine Nacht hier drinnen schlafen und das Ganze mal da draußen in der Praxis testen und das Video auch da draußen drehen. Aber ich denke, ich mache zwei Teile draus. In diesem Teil werde ich euch nur zeigen, was ich jetzt Schönes Neues gebaut habe, was ich nochmal umgebaut habe, wieso ich das umgebaut habe. Ja, und wie das Ganze jetzt im Gesamtbild aussieht. Ich werde auch nachher nochmal die GoPro holen. Die hat nämlich einen Weitwinkel, da kann man das besser im Gesamteindruck erkennen. Dämmung und so wisst ihr ja schon, Filz. Und dieses Seitenteil hatte ich ja beim letzten Mal gebaut. Wie ihr jetzt sehen könnt, fehlt das Filz. Das ist nur noch hier an der Seite. Und alles andere ist jetzt eine Holzoptik. Und die Türen sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Moment mal, ich mache mal den Hebel hier hoch. Auch Marke Eigenbau, selbst erfunden. So sieht das jetzt hier aus mit den Türen. In Siebdruck. Können wir gleich mal den Tisch angucken. Vielleicht erkennt ihr es. Ich habe das auch versiegelt. Sieht jetzt alles ein bisschen hochwertiger aus. Ja, wenn man den nicht braucht, wenn man schläft zum Beispiel, mehr Platz möchte, kann man den runterklappen. Und hier mit diesem Riegel von meiner Kaninchenbaugeschichte habe ich das mal erfunden. Und ja, das hat sich sehr bewährt. Mit diesem Riegel kann ich das jetzt hier schön fixieren. Das ist auch richtig fest, kann sich nicht lösen, kann während der Fahrt nicht rumklappern. Ich habe da so eine neue Erkenntnis und zwar bin ich ja einer, der nicht eine Sache macht und das erst abschließt und dann das nächste beginnt. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ich mache mehrere Dinge gleichzeitig. Habe ja noch so einen zweiten Kanal, JB's Abenteuerhof, und da hatte ich mal angefangen, so ein Fachwerkhaus da hinten in der Ecke stets für meinen späteren Koala-Parcours, Koala, das sind die Autos da hinten in der Ecke, da zu bauen. Und ja, da habe ich hier Silikonformen, wartet, da sind sie. Silikonform angefertigt. Damit habe ich dann wiederum Dachziegel, die liegen wieder darum, da hinten halt gemacht. Ne? Also aus Resin habe ich das gemacht. Und um das halt schön abformen zu können, habe ich mir das hier gekauft. Das ist Trennspray. Ihr könnt euch vielleicht jetzt denken, was mir dann passiert ist. Die Dosen müssen wohl so irgendwie nebeneinander gestanden haben. Ich habe mich halt dann hier für das Trennspray entschieden, war aber in dem Glauben, dass ich den Sprühkleber mitgenommen habe. Dann habe ich das Seitenteil satt mit Trennspray eingesprüht. Immer noch in den Glauben, dass es Sprühkleber ist. Und dachte mir noch so, Mensch, war das letzte Mal auch so? Das sprüht sich aber heute anders. Ja, das ist feiner und irgendwie milchiger sieht das aus. Ja, bis ich dann gerafft habe, ey, ich Trottel, da hatte ich schon die ganze Seite eingesprüht damit, mit Trennspray. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt wische ich das halt wieder runter und schleife das halt nochmal ein bisschen an. Wird schon gehen. Habe dann den Sprühkleber drauf gemacht, Filz drauf geklebt. Ja, und jetzt zwei oder drei Wochen später oder noch länger, keine Ahnung, wollte ich ja jetzt hier weiterbauen, setze mich da in den Modi rein und denke, ja, wieso ist denn hier das Filz ab? Ja, habe dann dran gezogen und dann ging es ganz leicht abzuziehen. Und wo ich dann so angefasst habe, das war noch nicht wirklich gebunden. Also der Kleber war immer noch so weich und überhaupt, das war alles komisch. Ja, dann ist mir da eingefallen, okay, mag wohl daran liegen, dass ich das Trennspray vorher drauf hatte und dass ich schon mit dem Holz so ein bisschen aufgesaugt hatte. So, demzufolge habe ich den einen Tag von den letzten drei Tagen damit verbracht, das Teil wieder abzuschleifen, die ganze Klebreste da zu entfernen, war eine Sackarbeit, aber aus Fehlern lernt man halt. Ja, und dann habe ich überlegt, mache ich das jetzt wieder mit Filz drauf und so, aber was ist, wenn das dann immer noch nicht richtig hält, weil halt das Holz schon mal vollgesogen ist. Und dann bin ich im Baumarkt gefahren, wollte mir eigentlich irgendeine Lasur holen oder sowas, um das dann halt vor Nässe zu schützen, weil ich auch drauf kochen möchte. Aber dann hat mich zum Glück einer von den Regaleinräumern angesprochen, ob ich Hilfe brauche. Habe ich mich mal ein bisschen beraten lassen, weil so gut kenne ich mich ja damit auch nicht aus. Und er hat mir letztlich das hier empfohlen. Hier habe ich dann mitgenommen. Das ist irgend so ein Öl mit Wachs-Kombination. Hier steht auch drauf, für rohes und geöltes Holz kann man das verwenden. Sehr strapazierfähig, wasser- und schmutzabweisend. Ja, das ist ja genau das, was ich gesucht habe. Und das Schöne ist, es ist halt lange haltbar. Das blättert nicht ab, das saugt sich von dem Holz voll. Und ich denke mal, hier gibt es überhaupt keine Probleme mit den ursprünglich drauf gesprühten Trennspray, weil das hat sehr gut funktioniert. Das wird mit einem Pinsel aufgetragen. Habe ich jetzt zwar nicht gefilmt, aber es geht wirklich einfach. Pinsel nehmen, satt auftragen, eine halbe Stunde einziehen lassen und dann mit einem alten T-Shirt oder Baumwolltuch wieder trocken rubbeln. Das Ganze riecht man immer noch so ein bisschen, aber nicht schlimm. Riecht nicht nach Chemie, das riecht halt so ein bisschen nach Wachsöl. Ja, logisch, ist ja auch Wachsöl. Hätte ich auch gleich mal Licht anmachen können, dass man mich hier besser sieht.
Ja, ich habe dann auch zwischendurch, weil ich ja mit den Epoxidharz rum experimentiert habe wegen der Dachziegel, habe ich gedacht, ich probiere mal so ein Stückchen Holz, Sperrholz in dem Fall, mit Epoxidharz zu versiegeln. Hat auch funktioniert. Schaut mal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Sieht auch ziemlich hochwertig aus. Sind nur so kleine Kriese noch drauf, wahrscheinlich Staubeinschlüsse oder so. Könnte man jetzt schleifen und polieren. Das wäre auf jeden Fall die hochwertigste Variante. Aber insgesamt wird das dann auch wieder schwerer, weil Epoxidharz wiegt ja auch wieder was. Das Öl wiegt nicht so viel. Ja, und letztlich ist der Aufwand auch enorm, das alles so hinzukriegen. Das Zeug läuft ja wie verrückt in alle Ecken. Da muss man das halt ringsherum alles abkleben, dass es nirgendwo runterlaufen kann. Und dann habe ich gedacht, nee, den Aufwand betreibe ich jetzt nicht. Ja, ich will ja jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Mir reicht das, wenn das versiegelt ist, wenn es auch einigermaßen gut aussieht. Und ich glaube, das ist mir jetzt gelungen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera überhaupt erkennt. Ihr habt jetzt leider auch nicht das Vergleichsbild, aber das ist halt insgesamt dunkler geworden. Irgendwie sieht das halt edler aus, als es vorher ausgesehen hat. Wartet mal, ich nehme mal die Lampe ein bisschen rum. Ja, so sieht das jetzt aus. Klar sieht man jetzt hier die kleinen Tacker-Dinger, hätte ich noch verspachteln können oder so. Aber im Gesamten fällt es dann gar nicht mehr auf. Warum habe ich jetzt die Türen neu gemacht? Ja, das liegt einfach daran, die waren sehr verzogen. Ich vermute mal, dass ebenfalls das Trennspray verantwortlich war. Das hat sich halt vollgesogen damit und dann waren die halt irgendwie verzogen. Hat mir nicht gefallen und dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt mal mit Siebdruck. Siebdruck ist insgesamt etwas stabiler, glaube ich, formstabiler, weil das ist ja auch für außen gedacht. Komplett so verleimt und versiegelt, dass da theoretisch keine Feuchtigkeit eindringen kann. Ja, und deswegen brauchen wir da auch kein Öl drüber machen. Wichtig ist, dass sie... Wartet mal, ich muss mal oben den Tisch fixieren. Hier, mit den Haken mache ich das ja. Dass das hält, da bin ich mir noch nicht so sicher. Es sind zwar 4 Kilo Magneten hier drin, aber ich werde wahrscheinlich hier hinten noch einen Riegel befestigen da. Und bei der anderen Tür auch, damit die Tür nicht während der Fahrt sich lösen kann oder aufgeht. Solche Riegel werde ich ja dran bauen. Ja, das sind ja so Fenster, Riegel, Dings da, irgendwas, wie auch immer die heißen. Ich verlinke euch natürlich wieder alles in der Videobeschreibung. Könnt ihr selber reinschauen, wenn ihr sowas sucht. Ja, das hat sich hier auch jetzt bewährt, finde ich. Also das kann man richtig schön stabil fixieren. Ach, mir fehlt halt hier noch das Licht. Ich muss hier mal rumhantieren. Das ist sehr stabil. Also da kann man jetzt einiges draufstellen an Gewicht. Aber so viel kommt da ja nicht drauf. Höchstens mal ein Kocher oder so. Ja, oder ein Kaffee oder was zu essen. Irgendwie so in der Art. So, machen wir das mal wieder runter. Zack. Dann klappt das ja automatisch hier runter. Klar, das hier, das sieht jetzt ein bisschen doof aus, sehe ich auch ein. Aber das klappe ich auch nur runter, wenn ich hier drin schlafe, dann sehe ich es eh nicht. Ansonsten ist natürlich hochgeklappt oder während der Fahrt werde ich es wahrscheinlich auch runterklappen. Je nachdem, man kann es auch oben lassen. Ja, und jetzt könnt ihr hinten sehen. Wartet mal, ich mache mal die Klappe auf. Hier habe ich ja noch so ein Regal reingebaut. Und zwar wird das mein Vorratsschrank. Also hier oben werde ich so Dosen vielleicht reinstellen, irgendwas, hier unten irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht, ich muss mir das noch überlegen. Ne? So, und dann hier vorne habe ich mir überlegt, werde ich dann einen Wasserkanister reinstellen und noch mein Kochzeugs, also mein Gaskocher und so. Hier oben kann ich dann schön kochen. Hier ist meine Powerstation. Da habe ich mich bewusst jetzt für die Bluetti entschieden, weil die erstens schön blau aussieht. Mir gefällt das. Ich bin Blau-Fan und die passt einfach optisch hier schön rein. Hat auch einen Tick mehr Kapazität als jetzt die Checkery in der Größe hat. Also die hat hier 500, was hat die? 500 irgendwas. Ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall passt die hier gut rein. Deswegen habe ich die jetzt hier mit so einem Band festgezurrt. Kann ich jederzeit rausnehmen. Und hier werde ich auf jeden Fall eine Verbindung noch über das Loch, was sich da unten im Boden befindet, raus zu dem späteren optionalen Solarpanel machen, was ich außen befestige und was man auch jederzeit wegnehmen kann. Was jetzt noch fehlt, ist hier das Gepäcknetz. Habe ich schon draußen liegen. Fehlen mir noch ein paar Kleinigkeiten. Dann werden hier 4 Löcher reingebohrt. Dann wird das Gepäcknetz hier am Dachhimmel befestigt. Und von außen kommen dann Dachrelinge drauf, wo man dann später das Solarpanel befestigen kann. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht da hinten doch noch ein Regal rüberwärts mache. Einfach als Schuhregal, weil ich muss ja dann irgendwo auch meine Schuhe hinstellen. Da habe ich nämlich jetzt noch keinen richtigen Platz gefunden. Oder ich lasse sie draußen stehen. Ich habe mir gerade überlegt, ich hole die GoPro doch nicht. Das mache ich dann, wenn ich dann da draußen mal das Video drehe, was ich eigentlich heute drehen wollte. Dann ja, werde ich die GoPro mitnehmen und dann könnt ihr das ein bisschen besser im Weitwinkelformat sehen. Kriegt ihr überhaupt mit, dass hier hinten auch was Neues hingekommen ist? Ja, das ist nämlich vom optischen her nicht sofort erkennbar, weil es ja auch komplett mit Filz verkleidet ist. Aber ihr könnt euch vielleicht erinnern, das hier war ja komplett rund.
Da gab es ja auch mal die Kritik, dass man sich hier bei Modi nicht so richtig anlehnen kann. Das hat jetzt ein Ende, denn ich habe jetzt hier eine richtig coole Rückenlehne. Und natürlich ist das nicht hier einfach verschwendeter Platz, sondern ich kann das hier aufklappen. Und dann hat man hier drinnen eine richtig coole Möglichkeit, hier noch Sachen zu verstauen. An dieser Stelle gehen Grüße raus an den Thomas. Hallo Thomas, und zwar der Thomas mit dem Modi Outdoor, mit den Straßenbereifungen, also mit dem fetten Straßenprofil. Ja, Thomas hat nämlich mein Video geschaut und hat gesagt, er braucht auch so eine Rückenlehne oder hier so eine Verkleidung. Hat dann das angeschaut, wie ich dann den Tisch rausgebaut habe, das Regal rausgebaut hatte, und er hatte die genialste Idee überhaupt. Da wäre ich nie von alleine drauf gekommen. Er hat bei sich den Tisch hier als Lehne eingebaut. Ja, bisschen anders, als ich das hier gemacht habe, aber trotzdem vom Prinzip her gleich. Jo, und das ist so geil, weil der Tisch, wer hätte das gedacht, ist wie geschaffen dafür. Man muss hier nichts ändern, der passt genau hier dazwischen. Und die einzige Frage, die ich mir heute gestellt habe, wie kriege ich das jetzt hin, dass hier erstens eine Klappe dran ist? Ja, sind ja zwei Fragen. Und die zweite, wie kann ich das Ding dann hier an diesen Begebenheiten, an dem Modi befestigen, da ich es auch schnell wieder rausbauen kann, ja? Weil der Thomas hat das mit Bauschaum befestigt, fand ich jetzt nicht so optimal. Und ja, ich habe eine Lösung gefunden, und zwar blende ich das mal hier ein. Ich habe mir nämlich aus so einem Flachband, Winkeln waren das, oder Scharniere waren das, glaube ich, die habe ich auseinandergeflext. Habe die im Schraubstock eingespannt und mit einem Hammer drauf rumgeklopft, bis die dann so aussahen. Und die habe ich dann da innen reingeschraubt. Das zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt könnt ihr das, glaube ich, gut erkennen. Da ist jetzt die Befestigung, weil hier sind ja diese, wie nennt sich das, diese Holme gewesen, wo die Stützen drin sind. Ja, die sind jetzt hier mit Filz verkleidet, und ich habe dann einfach da das Scharnier an den Tisch festgeschraubt, und dann ist das hier festgeklemmt. Auf der anderen Seite genauso. Das passt doch alles jetzt hier schön mit der Klappe. Die habe ich jetzt einfach, hier habe ich noch so Winkel befestigt, da und da. Das reicht aus. Die liegt dann da auf, wenn man die zuklappt. So, das reicht. Also hier kann man auch was drauflegen. Kameras, Handy, irgendwas so, was ich halt nachts habe, was im Weg liegt. Das findet dann hier oben Platz. Ja, und hier drin wird dann wahrscheinlich Tisch, Stuhl, meine Campingtoilette und so verstaut. Ja, ihr habt richtig gehört, Campingtoilette. Da habe ich eine so, die kann man zusammenklappen. Also aus Stoff ist die, glaube ich. Ja, zeige ich euch mal. Die hat sogar einen coolen Tarndruck. Ja, weil das ist zwar ein Thema, da spreche ich nicht so gern drüber, aber es gehört halt dazu, wenn man draußen unterwegs ist, muss man ja auch mal großes Geschäft machen und so in den Wald irgendwo in ein Loch hocken oder so. Ich tue mich da total schwer, stelle mich da auch blöd an. Und deswegen habe ich mir so ein Ding zugelegt, da kann man sich ein bisschen draufsetzen, Tüte rein, und das kann man dann auch schön im Loch verbuddeln, und das ist einfach ein bisschen komfortabler und das wiegt nicht die Welt. Ich glaube 2 Kilo. Ich verlinke euch das da mal in der Videobeschreibung, wenn ihr auch sowas haben wollt. Aber ich zeige es euch nochmal in real. Also nicht, wie ich da drauf sitze, sondern halt, wie es aussieht, wenn man zusammenbaut. Ich denke, das mache ich im nächsten Teil, wenn ich dann da draußen mal das Ganze hier in der Praxis teste. Habe nämlich noch ein paar andere Sachen organisiert, möchte ich euch auch gerne zeigen. Aber jetzt kommen wir erstmal hier zu dem letzten Teil von diesem Video. Das betrifft nämlich jetzt dieses tolle Zeugs hier. Keine Ahnung, wo ich das mal gesehen hatte. Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich mir aber gleich gekauft, nachdem ich es gesehen habe. Das hat hier 1 cm Stärke. Und das dient der Unterlüftung. Ja? Weil wenn jetzt hier die Matratze direkt drauf liegt, dann ist die ja unten nicht hinterlüftet. Und wenn man das drunter legt, das kann man auch schön mit einer Schere einfach hier mal zurechtschneiden, wie man das braucht. Dann ist die Matratze immer von dem Unterboden weg, und dann kann hier die Luft hier rein. Und da hinten ist ja im Modi Original da unten ein Loch. Seht ihr jetzt nicht, ist abgedeckt, wo man Kabel und so durchführen kann, und da kann die Luft wieder raus. So die Theorie, ob es funktioniert, werde ich dann in der Praxis sehen. Aber bisher hatte ich da keine Probleme. Andere haben immer berichtet von nasser Matratze oder so. Und bei mir war das halt nicht der Fall. Ich habe ja schon einige Nächte draußen bei auch kalten Temperaturen verbracht. Und die Matratze war grundsätzlich nicht nass. Das nasse Problem hatte ich hauptsächlich hier an der GFK-Innenverkleidung, was ja jetzt auch nicht mehr da ist. Dadurch, dass jetzt das Filz überall flächendeckend hingeklebt ist, nur an den Fenstern. Das muss ich auch noch machen. Da will ich auch noch sowas wie einen Vorhang davor machen oder so. Original sind ja diese Abdeckungen da, die man da so dran pappt. Ja, lasse ich mir noch was einfallen. Entweder kommt ein Vorhang davor oder doch tatsächlich was, was auch gedämmt ist, was man mit Magnet oder so befestigt. Das muss ich mir neu überlegen. Zu guter Letzt fehlt natürlich jetzt hier noch eine Matratze. Und da habe ich mir mal das Teil hier gekauft. So, hier sieht man übrigens noch die Originalteile von dem Tisch, den ich ausgebaut hatte. Ja, die sind relativ schwer. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ah, das habe ich beinahe vergessen. Ich wollte euch doch noch sagen, wie viel Mehrgewicht ich jetzt hier habe.
ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau, aber ich habe mal gewogen, was der Tisch und das Regal, was da original drin war, wiegt. Und das waren 5,2, glaube ich, Kilo, also über 5 Kilo. Hätte ich nicht gedacht, aber aufgrund dieser schweren Metallscharniere, klar, kommt da einiges zusammen. Ja, und ich hatte dann mal bei meinem Schrank, da war ich ja bei 9 Kilo, glaube ich, habe ich unten noch von der Bodenplatte ein paar Dinger rausgesägt. Und dann war ich bei 8,2, glaube ich. Ne? Wenn ich die 5,2 abziehe, bin ich bei 3 Kilo mehr Gewicht, was das Seitenteil betrifft. Das Ding, was ich jetzt da hinten reingebaut habe, da ist ja wieder der Originaltisch drin. Also ich denke mal, da kommen wieder 2-3 Kilo dazu. Mehr ist das nicht. Damit kann ich leben, zumal ich ja jetzt hier richtig viel mehr Stauraum habe. Endlich alles aufgeräumt. Und das Ganze ist jetzt nicht mehr nur ein Schlafwagen, sondern es ist tatsächlich jetzt ein Wohnwagen. Gewicht könnte ich jetzt auch sparen, indem ich jetzt nicht die Matratze reinlege, sondern irgend so eine Luftmatratze oder irgendwas. Obwohl die jetzt auch nicht so die Welt wiegen, aber ich möchte es ein bisschen komfortabel haben, wenn ich schon im Wohnwagen schlafe. Deswegen kommt jetzt diese Klappmatratze da noch rein. Und erneut habe ich das Glück auf meiner Seite. Ich wusste nämlich gar nicht, ob die Matratze jetzt überhaupt noch reinpasst, weil ich ja die Maße etwas geändert habe. Hier ist es ein bisschen enger. Also hier hätte es ruhig 2 cm mehr Luft haben können. Aber dadurch ist die Matratze jetzt hier schön eingeklemmt. Kann nicht mehr verrutschen. Das war nämlich vorher das Problem, was ich hatte. Ja, von der Länge her seht ihr ja, das geht jetzt genau bis hinter. Ich dächte, es sind jetzt hier noch ungefähr 1,90 Meter oder ziemlich genau 1,90 Meter an Länge, die ich habe. Da ich ja 1,82 Meter groß bin, ist das hier noch sehr gut. Ich habe auch schon Probe gelegen, als die Matratze noch nicht drin war, weil ich ja skeptisch war, ob die Breite für mich reicht. Aber siehe da, perfekt. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt, konnte mich auch zur Seite legen, Rücken, Bauch, alles möglich, sogar das Bein anwinkeln, so ein bisschen, wie ich das normalerweise mache, wenn ich schlafe. Ja, und dann hier oben dieser Bereich, wo man mit der Schulter liegt, ist sowieso mehr Platz. Kann ich auch die Arme ein bisschen ausstrecken. Also ich finde es optimal. Jetzt muss ich das natürlich noch in der Praxis testen, ob es denn wirklich so ist. Aber ich habe ja ein gutes Gefühl dabei. Wisst ihr was? Ich bin ja am Anfang skeptisch gewesen, ob ich das so hinkriege, ob das alles auch Sinn macht. Und keine Ahnung, hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, das rauszubauen, was schon drin war und so. Und dann ja dran rum zu experimentieren, weil so ein Modi kostet ja doch schon einiges an Geld. Aber ich sage euch, jeder Umbau bis jetzt hat sich wirklich gelohnt und ist ein absoluter Mehrwert gewesen. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Naja, gut, wollen also und müssen, also ist es so. Spaß gemacht hat zum Beispiel das Dämmen und das Filz reinkleben nicht. Ja? Also scharf drauf bin ich nicht, falls ja jemand Modi hat und das von mir gemacht haben werden lassen möchte. Nee, da tut mir leid, für Fremde mache ich das nicht, aber für mich würde ich es halt jederzeit wieder machen. Ja, ansonsten Scheibentönen macht auf jeden Fall Sinn, damit man nicht so reingucken kann. Ja, das ist ja jetzt theoretisch nicht mal möglich, zumindest im Freien. Und das Regal und was ich jetzt hier gebaut habe, die Schränke, auch richtig gut. Endlich habe ich Ordnung. Hier vielleicht noch etwas, sieht man jetzt hier durch das Licht ziemlich gut. Ja, ich kriege das nicht weg. Ich habe das schon mit dem Skalpell mal reingeritzt und so. Das klebt einfach nicht an der Stelle. Hier war ich auch ziemlich lange mit einem Heißföhn drauf und ich habe die Falten nicht rausgekriegt. Sonst ist das alles in Ordnung. Die kleinen Mini-Pläschen hier drinnen sieht man kaum. Das ist, weil das Polycarbonat nachatmet. Also das gast halt aus und dann hat man das. Aber das fällt kaum auf. Die Seitenscheibe ist perfekt. Hier oben ist auch eine ganz kleine Falte drin. Spielt keine Rolle. So, dann werde ich dann demnächst mal noch die Dachreling hier drauf bauen. Dann das Netz spannen. Vorher noch airbrushen. Also das will ich auf jeden Fall dieses Jahr auch noch farblich anpassen. Und die Deichsel wird noch demontiert. Inklusive Deichselaufnahme. Das hier ist nämlich noch der Prototyp gewesen und das hat sich nochmal optimiert. Also der Frank hat das, da ist ja ein Perfektionist, der hat dann gesagt, wenn der Modi schon so robust ist, muss auch alles robust sein. Und bei der Deichsel war halt immer noch so eine Schwachstelle, ja, muss man ehrlich mal gestehen. Aber es war halt bei den Prototypen auch nicht alles perfekt. Und die neue Deichsel ist aus Edelstahl, deutlich kürzer, deutlich dicker, stabiler. Und dadurch, dass die neue Deichsel dicker ist und stabiler ist, passt die nicht auf die Originalaufnahme, die jetzt hier noch verbaut ist. Deswegen ist in der Kiste eine neue Aufnahme, Auflaufbremse und so. Und das werde ich euch im nächsten Video oder übernächsten Video zeigen, wie das Ganze im Detail aussieht. Man kann zwar nicht viel erkennen, aber dann seht ihr mal, welche Technik da verbaut ist. Es wiegt auf jeden Fall einiges, ich denke mal locker 5 Kilo. Und das ist nämlich das eigentliche Gewicht. Also der Modi selbst, die Hülle, wiegt nichts. Ja, das ist wirklich ein Witz. Aber die ganzen Anbaukomponenten, wie zum Beispiel die Deichselaufnahme und die Deichsel und die Räder und die Achsen und so, das summiert sich. Das macht dann am Ende das Gewicht aus. Dafür hat man dann einen Wohnwagen, der mit 150 Kilogramm locker belastbar ist, ohne dass man sich Gedanken machen muss, dass die Bodenplatte durchknackt. Reingefühlt würde ich sagen, das Video ist jetzt schon wieder übelst lang geworden, obwohl ich eigentlich dachte, das wird locker maximal 5 Minuten oder 10 Minuten lang. Ne?
bin ich jetzt hier wahrscheinlich schon wieder bei 20. Gut, deswegen werde ich das jetzt mal hier beenden. Wie immer mit den Worten, danke fürs Zuschauen, Like nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.